Sie sagten so schön, ganz gespannt, was RWE eigentlich macht. Ich glaube, es ist relativ bekannt, dass wir der größte Ladeinfrastrukturanbieter in Europa sind, mit über 3.900 Ladepunkten inzwischen. Dass wir das Thema nicht nur seit Gründung der Effizienz, sondern schon davor, also inzwischen seit fast 10 Jahren massiv vorantreiben, dass wir als noch über die Sinnhaftigkeit von Elektromobilität intensiv diskutiert wurde, das Henne-Ei-Problem, also wer fängt denn an, kommen erst die Fahrzeuge und dann wird Infrastruktur aufgebaut, sondern oder umgekehrt, wird erst Infrastruktur aufgebaut und dann werden vielleicht auch Autos gebaut, dass wir ganz klar gesagt haben, aus diesem Teufelskreis kommt man nur heraus, wenn einer vorweg geht. Das haben wir damals getan. Aus den Geschäftsmodellen, die wir natürlich dort sehr intensiv betrachten, ist die öffentliche Ladeinfrastruktur bestimmt nicht die Infrastruktur, die im Fokus steht, aber sie ist wichtig in der Markteinführungsphase. Für uns ist nach eben diesem Thema der öffentlichen Ladeinfrastruktur vor allem das Thema der Unternehmen ganz relevant, ist eine relevante Kundengruppe. Diskriminierungsfrei, jeder kann laden. Es gibt nicht die Hürde, dass ich eine Checkkarte haben muss, dass ich hier demnächst mit so einem Packen von Kreditkarten und RFID-Chipkarten herumlaufen muss, um nicht nur hier in Berlin, sondern vielleicht auch in den Nachbarstädten laden zu können. Wir glauben nach wie vor an die grenzüberschreitende und stadtgrenzüberschreitende Mobilität an der Stelle und deshalb ist für uns ganz wichtig, dass es eben nicht zusätzliche Hürden gibt, sondern auch wirklich diskriminierungsfrei an jeder Ladesäule geladen werden kann. Sie kennen all die Journalisten-Stories, die Testfahrten machen und groß und breit erzählen, mit was für Containern sie vor den Ladesäulen konfrontiert worden sind. Ich glaube, wir sollten uns bei zunehmender Autoanzahl vor allen Dingen darauf konzentrieren, kann ich denn überhaupt laden? Mal abgesehen davon, dass vielleicht ein Verbrennungsmotor draufsteht, ein motorgetriebenes Fahrzeug da draufsteht. Aber wenn der Parkplatz frei ist, habe ich denn dann den Zugang? Und das ist hier nochmal dargestellt, mit welchen verschiedensten Möglichkeiten wir inzwischen den Zugang zu unserer Ladeinfrastruktur tatsächlich gewährleisten. Sie sehen, Plug and Charge ist das, was wir propagieren als kundenorientiert und komfortables Methode. Ich stecke einfach mein Ladekabel an und bin automatisch identifiziert, bezahle hinterher am Monatsende per, so ähnlich wie beim Handy, per Monatsrechnung und muss mich nicht mehr damit herumschlagen, wenn ich nach der Marktpenetration frage, wie schaffen wir es, das Thema Leitmarkt noch mehr in den Markt reinzukriegen, dann muss ich mich natürlich die Technik beherrschen, aber sie steht nicht im Vordergrund, sondern die einfache Bedienbarkeit, die Komfortabilität der Lösung ist das, was letztendlich das Auszeichnen, wenn ich über den Tankstellenfinder oder den Ladesäulenfinder eine Ladeinfrastruktur identifiziert habe, gehen wir davon aus, dass das eine Lade ist, wo ich innerhalb der nächsten 10, 15 Minuten da bin. Dass sie nichtsdestotrotz immer die Diskussion oder die Gefahr haben, dass sich vielleicht auch ein Nicht-Elektroauto auf den Platz stellt. Das ist über verschiedenste Modelle diskutierbar. Da sind wir gerade dabei, auch nochmal zu gucken, was ist denn eine Reservierungsfunktion im Kunden aus Kundensicht überhaupt wert? Ist das ein kostenloses Add-on oder wenn ich meinetwegen eine Reise von Hamburg nach München mache, an der Autobahnraststelle reserviere, bin ich dafür bereit, auch in, ja, sagen wir mal, Größenordnung 10 Euro Betrag zu investieren für? Da muss man einfach mal gucken, was sagt der Kunde dazu, was ist die Preisstellung? Daran macht sich unter anderem auch fest, mit was für Maßnahmen Sie dann solche Reservierungen auch tatsächlich realisieren können. Was für eine Rolle spielt die RWE-Effizienz bei der Umgestaltung des Konzerns, bei der ja offensichtlich notwendigen Umgestaltung des Konzerns? Es immer wieder probieren und Geduld haben. Am Ball bleiben. Aus der Kindererziehung kann ich nur sagen, Ziel im Auge behalten und verschiedene Wege probieren.